nicht öffentlicher Beschlüsse. Die sind wohlweislich natürlich von der vorhergehenden Ratssitzung, aber bedürfen natürlich noch der öffentlichen Bekanntmachung. Und ich darf verlesen, am 13.06.2024 hat der Stadtrat folgenden Beschluss gefasst. Der Stadtrat nimmt die Änderung des Chefarztdienstvertrages des Chefarzt der Klinik für Neurologie des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dresden Standort Friedrichstadt gemäß Änderungsvertrag zum Chefarztdienstvertrag zur Kenntnis und stimmt damit der Verlängerung des Dienstvertrages bis zum 31. Dezember 2026 sowie einer einvernehmlichen optionalen Verlängerung des Dienstverhältnisses über diesen Zeitpunkt hinaus längstens bis zum 31. Dezember 2028 zu. Ein weiterer Beschluss ist an derselbigen Ratssitzung erfolgt, der wie folgt lautet. Erstens, Herr Professor Dr. Med. Sebastian Chalon wird mit Wirkung zum 1. Januar 2025 für die Dauer von weiteren 3 Jahren zum medizinischen Direktor des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dresden berufen. Zweitens, Herr Professor Dr. Med. Sebastian Chalon erhält eine außertarifliche Vergütung gemäß seines mit dem Oberbürgermeister ausgehandelten Arbeitsvertrages. Weiterer Beschluss in dieser Ratssitzung war: Erstens, der Stadtrat bestätigt den Dienstvertrag mit Frau Ulrike Lessmann und Herrn Michael Seder als gemeinsame Intendanz des TJG Theater Junge Generation vom 01.08.2025 bis zum 31.07.2030. Zweitens, der Stadtrat nimmt die Verträge zur Vorbereitung der ersten Spielzeit für Frau Ulrike Lessmann und Herrn Michael Seder zum 1. Mai 2024 bis zum 31. Juli 2025 zur Kenntnis. Nächster Beschluss des Rates in der Sitzung. Der Stadtrat beschließt im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister die dauerhafte Besetzung der Stelle Leitung des Amtes für Kinder, Jugend und Familie, Klammer auf, Jugendamt im Sinne des SGB 8, mit Frau Sylvia Lemm zum nächstmöglichen Zeitpunkt und stimmt der Vereinbarung einer außertariflichen Vergütung zu. Und last but not least ist der folgende Beschluss gefasst worden. Der Stadtrat nimmt den tariflichen Arbeitsvertrag mit Herrn Lars Vorschein mit Wirkung zum 1. Januar 2025 bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Ressortleiter IT des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dresden zur Kenntnis und stimmt der außertariflichen Vergütung gemäß Arbeitsvertrag zu. Soweit die Bekanntgabe der nicht öffentlichen Beschlüsse. Das führt uns zum Tagesordnungspunkt 16.